So, hallihallo Leute, und weiter geht's mit Let's Play Resident Evil 4. Wir sind jetzt auf dem Bauernhof. Und soweit ich mich erinnere, hatten wir hier alles erledigt. Jo. Ja, dann gehen wir doch schon mal direkt weiter. Wo müssen wir eigentlich hin? Karte. Hier und... Moment mal. Anscheinend gibt es ja noch eine Medaille. Ja, ich weiß, ich laufe gerade in die falsche Richtung, aber ich guck mal, ob... Ne, hier hatten wir alles. Ja, wir haben es jetzt irgendwie, ich glaube, 2 Tage später. Und ich habe wieder Lust, Resident Evil 4 zu zocken. Und deswegen habe ich mir gedacht, kann ich doch... Wo ist die Medaille? Mal wieder ein bisschen was aufnehmen. Da ist die Medaille. So. Ach, Leon. Gut, jetzt hätten wir alles. Und unser letzter Auftrag war irgendwie, war das nicht, nach dem Gast zu suchen? Unser Gast, der hier irgendwo gefangen gehalten wird. Ich glaube, hier müssen wir durch. Ja. Dann suchen wir mal nach dem Gast. Graphic Bug, Graphic Bug, schlimmer Graphic Bug. Naja, da sehen wir einfach mal drüber weg und spielen weiter. Was ist hier? Diesen Wegweiser habe ich schon mal gesehen. Ja, bist du sicher? Also ich kann mich an diese Totenköpfe jetzt nicht so wirklich erinnern, aber gut, wenn du meinst. Dann haben wir ihn halt schon mal gesehen. Oh shit! Leon, lauf! Lauf, Leon! Lauf! 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 Gott! Lauf! Oh. Ja! Was willst du denn? Ja, das sind diese Action-Momente im Spiel. Es gibt die Action-Momente, sowas wie das gerade, wo man ganz schnell bestimmte Tasten drücken muss. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Feature von diesem Spiel. Das einzig Blöde, da wir... Ach, da sind sie. Komm mal runter, du Vogel. Der steht nicht mehr auf. Und der... Der genauso wenig. Ah, sorry, Leute, aber über sowas kann ich mich amüsieren. Nee, was ich gerade sagen wollte, ist, dass ich diese Action-Momente, wo man ganz schnell irgendeine Taste drücken muss, dass ich die total toll finde. Ja, ich finde die total toll, die sind total knorke. Und das Einzige, was so ein bisschen blöde daran ist. Och, Leon, und stell dich nicht so dämlich an. Das Einzige, was so ein bisschen. Leon! Geht doch. Was so ein bisschen blöde daran ist, ist, dass halt die Tasten von der PlayStation angezeigt werden. Sprich, wenn man da ganz schnell irgendwelche Tasten drücken muss, ja, dann muss man erstmal überlegen, ja, welche sind das auf dem PC? Hier sind Fledermäuse. Kann man die auch abknallen? Ja, man kann die Fledermäuse auch abknallen. Wie alles andere auch. Okay. Das finde ich ist so ein bisschen blöde, weil oftmals hat man nur für dieses Drücken so eine Sekunde oder 1,5 Sekunden und das ist natürlich ein bisschen. Ich finde das scheiße. Ich finde das persönlich scheiße. Oh, da steht einer. Und der hat Dynamit in der Hand. Wenn wir die Dynamitstange treffen, dann könnten wir rein theoretisch. Och, da lädt er erst nach, Leon. Nee, die will ich gar nicht treffen. Ich will die von dem ersten. Na, geht das? Geht das? Yeah. Ja, es geht. Ich glaube, der Typ steht nicht mehr auf. Ich glaube, der Typ macht allgemein gar nichts mehr. Was steht hier? Schon wieder derselbe Wegweiser. Ja, und ja, das mit diesen Action-Momenten ist zwar ein sehr tolles Feature, aber für die PC-Version auch sehr, sehr schlecht umgesetzt. Und hier haben wir... Heieiei. Anscheinend noch jemanden, der mit Dynamit wirft. Komm her. Tja, wer anderen ein Glashaus gräbt, sollte nicht in die Grube werfen. Oh, hier ist noch einer. Heieiei. Okay, die Leute hier sind so ein bisschen... haben so einen kleinen Dynamit-Fetisch, wie es aussieht. Ah, rein theoretisch, wir könnten, aber... Nee. Ich will da persönlich hingehen.
Hier liegt was. Spinell. Hier ist eine Spinne. Können wir auch, ja, wir können auch die Spinne erschießen. Also so tiertechnisch können wir hier anscheinend alles erschießen. Na gut. So. Da ist noch einer. Okay. Nee, das ist mir ein bisschen zu... Das ist mir ein bisschen zu tricky. Ich guck mal, ob ich davon da... Oh. Ja. Euer Haus sieht auch nicht mehr so auf dem neuesten Stand aus, aber... Naja, müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr hier mit Dynamit um euch werft. So, ist hier etwas? Da ist eine Box. So. Geld. Waren hier nicht eben noch die... Ach, da, ja. Friss das! Yeah! Der steht nicht mehr auf. Ist der andere mit drauf gegangen? Oh oh, ist er nicht, ist er nicht. Komm, werf. Werf, Kumpel, werf. Yeah. Oh, ich liebe es. Er hat Geld, okay. Er hat nichts, aber dafür sind noch ein paar Fässer hier. So. Was ich auch lustig finde, ich meine, diese Bude hier, die ist ja nun wirklich übelst abgerissen. Abgesehen von dem anderen, von dem weiteren Graphic-Bug da oben, aber... Ich meine, hier die Wände, die sind halb eingestürzt, auf dem Boden liegt lauter Dreck und so. Hier ist ein total verkohlter Tisch. Aber die Bücher sehen 1A aus. Ein Haufen alter Bücher, ja, ja. Naja, oder 1B. Auf jeden Fall, sie sind noch lesbar. Alles andere ist im Arsch, aber die Bücher sind noch in Ordnung. Ah, gut. Was haben wir hier noch? Die Tür ist zugenagelt. Das ist eine Tür. Oh, okay. Hier ist nichts mehr weiter. Hier sind keine Hinweise. Okay. Ah! Aber eine Handgranate ist hier noch. Hm. Das wär's dann wohl auch. Gibt's hier noch etwas? Nein, ich denke nicht. Okay. Doch eine Sache gibt es hier noch. Und zwar, wie ihr hier sehen könnt, ist hier ein Vogelnest. Und auf dieses Vogelnest kann man, wie auf alles andere hier auch, draufschießen. Und dann bekommt man ein rotes Katzenauge. Also halt ein Edelstein. Weil die Vögel hier auch gelegentlich mal irgendwelche Sachen mit in ihre Nester schleppen. Ja. Okay. Gut, dann schauen wir mal weiter. Hier ist ein Schloss vor. Also was machen wir? Genau, wir treten die Tür ein. Und bams. Gut. Hier knallt's. Speichern? Nö. Ah. Stromdrähte. Was natürlich blöde ist, ist, wenn man jetzt keine Munition mehr hätte. Also, wer oder was auch immer hier wohnt, jetzt, spätestens jetzt, hat es uns gehört. Ja, was ich gerade sagen wollte, ist blöd, wenn man hier keine Munition mehr hat und dann steht man vor solchen Drähten. Wobei, gut, wir haben ja eben erst welche gefunden, also das wird dann hier wohl eher selten passieren. Hier ist nochmal Kraut. Und Geld. Naja, wer auch immer hier wohnt. Irgendwie tut er mir leid. Hä, man kann auf den Schrank schießen? Und was bringt das? Abgesehen davon, dass es Munition kostet. Ach, wahrscheinlich nichts. Oder man muss hier irgendwie, keine Ahnung, mit einem Raketenwerfer drauf schießen. Aber, wo ist meine Hand? Meine Hand ist weg. Egal, schieben wir das halt einfach zur Seite. So, gut.
Das Geräusch wird lauter. Und hier fällt Staub von der Decke. Irgendwas ist da oben. Oder auch nicht. Doch, irgendwas ist hier. Irgendwas, was anscheinend kein Sprite bekommen hat. Naja, prüfen wir mal. Es ist ein Schrank. Okay, es ist ein Schrank. Oh. Little rough, don't you think? You're not like them? No. You? Okay. I have only one very important question. You got a smoke? Got gum. Ach, du ahnst es nicht. The big cheese. What? Was ist das denn? Oh. Eieiei. Okay. Ja, Leute, es tut mir leid, aber wir sind tot. Damit wird dieses schöne kleine Let's Play leider auch schon wieder zu Ende. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr zu meinem nächsten Projekt wieder einschalten würdet. Ach Quatsch, ich verarsche euch nur, es geht natürlich weiter. Ja, wer hätte mir jetzt auch geglaubt? Du, Torben. Du hättest mir geglaubt. Spiel speichern? Ja, speichern wir mal. Wir haben noch eine Trefferquote von 78%. Ho, bin ich gut. Oh, also speichern wir. So. Ja, und wie ihr sehen könnt, ich habe in eurer Abwesenheit, also offscreen, ein paar Mal öfter gespeichert. Noch einmal auf die 3 und auf die 5. Nicht auf die 4, weil die 4 eine Unglückszahl ist, das müsst ihr euch merken. Speichert niemals auf die 4 oder wenn ihr am 4. irgendwie Geburtstag habt oder so, dann bringt euch lieber um. Denn 4 ist eine ganz, ganz böse Unglückszahl. Also habe ich nochmal auf die 3 und auf die 5 gespeichert. Ich weiß gar nicht, welcher mein letzter Speicher war. Also geladen habe ich die 2, dann speichere ich mal auf die 3. So, irgendwie. Einfach nur, falls irgendwie mein Spielstand abstürzt oder sowas. Also nicht, dass es schon mal vorgekommen wäre. Nein, natürlich nicht. Aber so gehen wir auf Nummer sicher. Feeble humans, let us give you our power. Soon, you will become unable to resist this intoxicating power. Ist das nicht der Typ von den Bildern? Was spritzt der Vogel uns da eigentlich? Naja, wenigstens leben wir noch. Hey, wake up. Yay. Crawl out of one hole and into another. So sieht's aus. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Kann es sein, dass der Kopf von dem Typ doppelt so groß ist wie unserer? Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Wanna start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. Das ist super. Der will nicht zufälligerweise zu uns, oder? And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it.
Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Oh, nee. Das ist so ein bisschen unglücklich jetzt. Oh, ja, ja. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Okay, also wir leben noch. Und wir wissen jetzt, dass Ashley irgendwo in der Kirche gefangen gehalten wird. Wo ist überhaupt die Leiche von dem Zombie? Und wo zum Teufel ist Louis? Und wo sind wir? Und wo ist meine Jacke? Fragen über Fragen. Aber jetzt mal ernsthaft, wo sind wir eigentlich? Karte. Gut, wir sind hier und da kann man speichern. Und wir kommen von... Ach, du ahnst es nicht. Wir wurden von hier anscheinend nach hier unten gebracht. Und jetzt müssen wir... Nein, auch nicht. Hier. Oh Gott. Den ganzen Weg müssen wir laufen. Ach, das sieht nach Spaß aus. Okay, dann gucken wir mal weiter. Hier liegt schon mal Munition. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, aber wir leben noch. Warum leben wir noch? Merkwürdig. Schauen wir uns erstmal um. Over here, stranger. Gott, wer oder was bist du? Merkwürdige Leute leben hier. Oh. Sturmgewehrmunition. Wir haben zwar kein Sturmgewehr, aber wenn wir schon die Munition finden, kann es wohl nicht mehr so lange dauern, bis wir eins bekommen. So, mal vorsichtig schauen, wo wir uns hier befinden. Sieht nach dem Canyon aus. Sollten wir vielleicht nicht zu viel Aufmerksamkeit auf uns lenken, drehen wir mal wieder um. Ist hier etwas? Geht das auf? Nee. Da ist ein Fass. Loots. So. Hallo? Got something that might interest you. Got a selection of good things on sale, stranger. Meine Fresse, ist der Typ abgerissen. Aber ja, das ist so gesehen der Händler in diesem Spiel. Dieser komische, leprakranke Zigeuner-Penner. Er verkauft uns Sachen und kauft Dinge. Ja, ich habe gute Ware zu verkaufen, Fremder. Oder ich versuche ihn mal in Originalstimme zu sprechen. Ich habe gute Ware zu verkaufen, Fremder. Weiß nicht, ob du es gemerkt hast, Fremder, aber im Dorf hängen blaue Medaillen. Ach, ehrlich? Komm zurück, wenn du 10 oder mehr getroffen hast. Ich habe eine Spezialpistole, die du ausprobieren solltest. Okay. Ja, und zwar können wir hier verkaufen, kaufen und tunen. Ich zeig's einfach mal. Ja, und zwar können wir hier alles verkaufen, was wir haben. Irgendwie Handgranaten, Blendgranaten, Pistole, Gewehr, sogar Hühnereier kauft der Typ. Obwohl, das sind alles Sachen, die wir noch brauchen, deswegen würde ich sagen, die verkaufen wir nicht.
Aber hier zum Beispiel Spinell haben wir mittlerweile 7 Stück von. Die können wir mal komplett verkaufen. Dann der Perlenanhänger. Aha! I'll buy it at a high price. Ja, er verkauft es uns zu einem hohen Preis, warum auch immer er uns das sagt. Also verkaufen wir. Thank you. Aber da er sowieso der einzige Händler hier in der Gegend ist, könnt ihr eigentlich sagen, ey du. Du hier, ne? Du. Von wegen hier 10.000 Pesen oder so. Du. Ich gebe dir dafür 100 und wir könnten nicht mal Nein sagen. Aber naja, ich meine, wenn ich irgendwie Lepra hätte und Zigeunermäßig durch die Gegend laufen würde, ach, dann wären mir Peseten wahrscheinlich auch egal. Also, was haben wir hier jetzt noch? Nichts.